So, ich glaube, ich habe endlich eine Position gefunden, in der man einigermaßen sehen kann, was ich heute vorhabe. Also erstmal hallo an alle, die schon da sind. 7 Leute, wenn ich es richtig sehe, sind wohl schon da. Ich versuche auch gerade noch auf meinem Handy den Livestream zu finden, damit ich hier eure Kommentare besser lesen kann. Aber bisher ist es ein bisschen erfolglos. Ja, jetzt sehe ich meinen eigenen Livestream sehr gut. Diesmal auch ohne, dass ich den Ton habe. Ich warte mal ganz kurz, bis ich auch sagen angemeldet bin. So. Gut, da. Ja, jetzt bin ich auch da. Dann sage ich mal hallo an alle, die schon mal hallo gesagt haben, von denen ich es mitbekommen habe. Das wäre unter anderem Brickroll, Patrick, Waldwerkner, Naki Red 13, Sleepy Matte ist das Candy und Steinefinn. Also erstmal hallo an alle, die da sind. Und heute eine etwas außergewöhnliche Perspektive. Es war auch nicht so einfach, hier die Kamera zu präsentieren oder platzieren, besser gesagt. Denn die Kameras, werdet ihr später im Update-Video sehen, hängt hier oben drauf auf dem Turm. Und ja, es geht heute darum, dass wir hier unten versuchen weiterzubauen. Es ist nicht so einfach, es zu filmen. Es wird wahrscheinlich deutlich besser werden, wenn wir dann demnächst umgezogen sind. Weil ich hänge hier so ein bisschen in der Ecke zwischen Wand und hier drüben ist ein Schrank. Und ja, die Idee ist, dass wir hier hinten am Felsen weiterarbeiten und ich versuche auch, zumindest ist das die Idee, dass wir heute mal schauen, ob wir unsere kleine Szene mit Loki und Sylvie hinbekommen. Da ist ja die Idee, dass wir ein kleines TVA-Portal basteln. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie genau und ob es auch so schön aussehen wird, wie ich mir das vorstelle. Ich habe dazu aber, ich muss mal kurz in meiner Lichtkiste suchen, extra diese orangenen Bitlights von meinem Partner. Da schauen wir mal, wie gut wir damit irgendeine Art Portal hinbekommen, weil ich weiß nicht, wie weit ihr das gesehen habt in der Disney Plus Serie von Loki. Da kommt ja die TVA vor und dort gibt es eben diese Portale. Und die sehen so ein bisschen orange aus. Mal schauen, ob wir da irgendwas Sinnvolles zusammenbasteln kriegen. Ich muss mal hier nochmal ein bisschen Kabel verlegen zwischen den Bäumen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr dazu, eure Kommentare zu lesen. Erstmal hallo an alle, die noch dazugekommen sind. 30 Leute. Und wen haben wir noch alles da? 3x8 ist da. Steine Finn, Brick Sergeant, Dirk Walter. Bricks im Kopf. Und Sleepy macht es, sagt Glückwunsch zu den 6.500 Abos. Ja, vielen Dank dafür. Ist alle auch vielen Dank an euch, natürlich alle natürlich. Fokus stimmt nicht. Grundsätzlich eigentlich schon. Also hier sieht es ganz gut aus. Ist eine schwierige Stelle. Eigentlich würde ich gerne mehr hier drüben filmen, aber da drüben finde ich keine Position, in der die Kamera gut stehen kann. Dann müssen wir mal schauen, wie gut das hier vorankommt. Aber grundsätzlich, wie immer, könnt ihr mir natürlich Fragen stellen zu allen möglichen Themen. Und ich werde die beantworten. Und dazu werden wir jetzt auch nochmal schauen, wie wir hier weiterbauen können. Das heißt, ich brauche erstmal ein bisschen Material. Aber vorher schmeiße ich hier noch alles Mögliche vom Strand runter. So, dann muss man schauen, was wir brauchen heute. Also wir können erstmal schauen, ob wir nicht gleich mal schauen, wie wir das Portal basteln können. Da habe ich mehrere mögliche Ideen. Zum einen nehmen wir einfach wirklich Scheiben in der normalen Größe, also wie sie auch in so 4x6er Fensterrahmen eingebaut sind. Das kommt, glaube ich, von der Größe ganz gut hin. Oder wir nehmen durchsichtige Bricks, wobei da natürlich das Problem ist, dass die etwas viel Innenleben haben und es vielleicht ein bisschen komisch aussieht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal kurz ein bisschen Material holen und dann schauen wir mal, wie es aussieht, wenn wir so eine Scheibe beleuchten.
dass grundsätzlich solche Scheiben passend von der Größe nicht ganz optimal, glaube ich. Ich glaube, die Portale sind ein bisschen größer, muss ich gleich nochmal nachschauen auf einem Bild. Alternativ ebenso durchsichtige Steine, da muss ich mal ganz kurz schauen, wo die sind. Also das wären dann im Prinzip solche Steine. Und dann brauchen wir, wie gesagt, orange Beleuchtung. Dann bin ich selber mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Oder ob wir das heute überhaupt gar nicht im Livestream so schön hinbekommen. Ich dann noch mit Absatz tüfteln muss. Probieren das einfach mal aus. Ansonsten bauen wir einfach mal den Felsen einfach auf. Wir hier mal den kleinen Kabelsalat auseinander bekommen. Und Bricks im Kopf meint, eine Lage Placed, eine Lage Tiles, also Trans Orange. Ich muss eigentlich extra nicht Trans Orange nehmen, sondern tatsächlich nur das Licht in Orange benutzen, weil ich glaube, dass Trans Orange zu orange ist für das, was eigentlich gedacht ist. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein Kabel. Ich nehme jetzt einfach mal testweise eines von den 50 cm. Und später eh noch den ganzen Bereich hier beleuchten. Wobei das Zugangskabel, das müsste eigentlich sogar funktionieren. Ja, das 50 cm. Denn dank dem Lagerfeuer, das wir hier haben, ist ja tatsächlich das Modul hier vorne eigentlich schon an Strom angeschlossen. Das heißt, wir haben ja hier ein Modul, das auf 4 32er Platten steht. Muss ich mir nur hier mal noch ein Kabel rausfriemeln. Und Sleepy Mathis fragt, wie geht es so? Es ist okay. So, schauen wir mal. Und Bricks im Kopf immer noch, habe ich das ähnliches geplant bei mir, dann transkribieren meinte von die Bauweise. Okay, wir schauen mal. Dass wir hier die Kabel zusammenbekommen. Und dann ist das natürlich jetzt gerade ein bisschen langweilig für euch. Aber gleich wird es ein bisschen spannender, denke ich, wenn wir dann wirklich auch was richtig bauen können. Aber ich würde gerne das grundsätzlich mal klären, bevor wir jetzt hier groß am Felsen anfangen. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein Verbindungselement. Nehme ich hier noch so ein 6er-Pulver
Port, weil wir müssen ja wahrscheinlich hier hinten eh noch mehr beleuchten, wie zum Beispiel die Tropfsteinhöhle irgendwann. Und da sorgen wir jetzt einfach gleich mal dafür, dass wir hier genug Material haben. Stecke ich hier erstmal die orangene Leuchte ein. Und Gary Mullane sagt, that's looking awesome, thank you. Und als nächstes, das ist das falsche Kabel auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch ein 50 cm Kabel, das stecken wir hier auf der anderen Seite ein. Sieht das Ganze so aus und jetzt muss ich mal ganz kurz unter den Tisch, um das andere Ende in unseren vorhandenen Port zu stecken. Gestaltet sich ein bisschen schwieriger. Fabulous TM fragt, wie lange denkst du, dauert es noch, bis du umziehst? Mein Plan ist tatsächlich eigentlich, dass ich schon diesen Monat umziehen werde. Und Mathis fragt, brauchst du noch einen Fußballplatz in der Neustadt? Irgendwas Sportplatzmäßiges wird es sicherlich geben in der neuen Stadt. Beziehungsweise in der Neustadt ist ja gar nicht, in der erweiterten Stadt. So, ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen, dass das Kabel hier unten durchgekommen ist. Hier ist jetzt unser orangenes Licht. Dann schauen wir mal, ob wir damit gut vorankommen können. Und wenn man hier JDM Brickfilms ist da. Hallo auch an dich. So, jetzt schauen wir mal, dass das Ganze hier gleich endlich mal vorankommt. Ist natürlich die Frage, wenn man das Ganze so von unten beleuchtet,
kommt es einen gewissen Touch nach oben natürlich, dass man die eigentliche Leuchte etwas weiter unten einbringt, könnte es ganz gut aussehen. Oder die Alternative ist natürlich, das Ganze nur mit einer Glasfläche, wobei ich da glaube, dass wir tatsächlich ein bisschen Probleme bekommen werden. Wobei ich glaube, das Portal selber ist ja eigentlich gar nicht durchsichtig. Das heißt, irgendwas dazwischen reinzubauen wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. Also ich schaue mir mal kurz ein Referenzfoto auf meinem Handy an. Wobei, ich schaue mir das gerade an, die sind tatsächlich doch ein bisschen mit durchsichtig. Wenn, ich weiß nicht, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut. So ungefähr soll das Ganze aussehen. Das heißt, es ist doch relativ durchsichtig. Von der Größe her würde tatsächlich, denke ich, so ein Element passen. Die einzige Frage ist jetzt natürlich, wie bauen wir das am besten? Und Brick Sergeant sagt, I must go, need to go shopping and do enjoy the Lego builds you do. I will see you again soon. So, thank you for being here. Und Brick sagt, ich sag ja Play to Tiles. Ja, aber das, ich weiß noch nicht. Und wie ich gerade sehe, ist Yellow Brick da, auch da, also hallo auch an dich. Und 3x8 meint, dass das Bild unscharf wäre. Ich muss sagen, wie auch Eichengried im Keller meint, sowohl auf der Kamera selber als auch auf meinem Handy, jetzt wo ich jetzt selber nochmal im Chat bin, ist alles scharf.
Schauen wir mal, ob wir damit was Schönes basteln können. Jetzt einfach mal testen, ob ich jetzt zwei Bitlights nebeneinander nehme und dann einfach oben drüber mal durchsichtige Bricks baue, ob es einigermaßen okay aussehen könnte. Und Streets of Kirby City meint Ruhe in Frieden geben die. Ja, vielen Dank dafür. Und Brickholmers Bild wäre komplett verschwommen. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich, wie gesagt, bei mir auf meinem Referenzhandy sagen, ist es scharf. Und danach, welches denn der teuerste Minifigur ist, das kann ich tatsächlich gar nicht so sagen. Und ich sagen muss, ich habe kürzlich einen Ragnor. Ragnor? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Doch. Hier aus Star Wars. Einen von diesen lustigen Kreaturen aus Jabba's Palast verkauft. Die sind ja einiges wert. Aber es war fast vielleicht sogar die teuerste. Von der ich sicherlich weiß, dass ich da habe. Wobei ich noch einige sehr viel ältere habe. Und der Jansen gibt hier auch nur 144 PS. Na, also wenn ich jetzt hier, wir können es jetzt mal ganz leicht zeigen, ich kann gerade als maximale Qualität 720p auswählen. Und Eichenried im Keller fragt, hab gehört, dass du einen neuen Ausstellungsraum hast. Ja, also es ist kein Ausstellungsraum erstmal, es ist primär einfach mal der Raum, in dem die Stadt entstehen wird. Dazu gibt es ja ein, zwei Videos. Und daran bin ich gerade noch dabei, ein bisschen umzubauen, weil da noch ein paar Sachen raus müssen, etc. Jetzt ist mir das ganze Ding hier abge... Das ist natürlich super praktisch jetzt gerade gewesen. Da hat es mir gerade die ganze Beleuchtung gleich wieder runtergerissen. Ja, manchmal wählt, warum auch immer, YouTube eine sehr geringe Übertragungsrate aus. Die Frage, ob das hier halbwegs realistisch aussieht. Es ist nicht ganz optimal, glaube ich. Würde aber wahrscheinlich besser aussehen, wenn es hier unten noch ein bisschen zugebaut ist. Eichenried fragt, wie bist du auf die Idee mit dem neuen Raum gekommen? Lass mich raten, der Bahnhof wird zu groß. Naja, es war ja immer geplant, dass das ganze Projekt wachsen kann, wenn es denn wachsen muss. Und ja, die Frage war eigentlich nur, ob wir hier in diesem Raum, in dem es momentan ist, oder in einem anderen Raum weitermachen. Und nachdem sich jetzt herausgestellt hat, dass es sich nicht lohnt, hier im Raum noch irgendwie ist die ganze Stadt um 90 Grad zu drehen, weil ohne die 90 Grad Drehung würde die erste Erweiterung eh nicht funktionieren. Hat sich einfach rauskristallisiert, dass es sich lohnen würde, wahrscheinlich gleich in einen anderen Raum zu ziehen, bevor man dann das gleiche Problem halt einfach ein paar Wochen, Monate später hat.
Und böser Onkel meint, YouTube hat auch Algorithmen, wer kein Geld hat. Ja, genau, bei Ermann nutzt dann draußen sicherlich YouTube. Gute Idee. Und Eichenried meint, klasse Idee, würde ich gut klingen. Ja, vielen Dank. Und dann Naki meint, hast du schon mal Minifig-Me bestellt? Nein, aber ich weiß, dass jemand, der eine Minifigur hier in der Stadt stehen hat, diese dort bestellt hat, die dann direkt hierher hat schicken lassen. Also das funktioniert auf jeden Fall auch. Mal schauen, wie wir das hier noch ein bisschen optimaler hinkriegen. Weil ich mir noch nicht ganz sicher bin. Wir testen jetzt hier erstmal nur ein bisschen. Also wenn die Lichter dann später... Selber werden die Lichter noch ein bisschen im Boden eingebaut werden, damit man den nicht so direkt sieht. Mit ein bisschen dunklerem Hintergrund könnte das ganz okay aussehen, wobei ich mir noch nicht ganz überzeugt bin. Das müssen wir auf jeden Fall später mal testen. Patrick fragt, wirst du den neuen Raum komplett streichen und herrichten? Ja, also die Idee ist, es müssen ja erstmal die Wände raus. Dann muss der Elektriker kommen, um noch die Kabel neu zu verlegen. Und dann wird das Ganze einmal weiß gestrichen. Dann muss wird der Boden nochmal mit Nivelliermasse ausgegossen, damit wir erstens auf eine Höhe kommen und auch noch ein paar hässliche Unebenheiten wegbekommen. Aber es wird jetzt nicht irgendeinen besonderen Bodenbelag geben. Also die Nivelliermasse, das was da entsteht, wird einfach der Boden bleiben. Ja, aber ansonsten, soweit wird es schon okay aussehen. Und Fidget Bricks fragt, will you add above ground track for your city that's underground and roses above ground? There will be tracks above and below. So I can have a circle, because I do not want to have a circle above the ground. But it will go down into a mountain on the left side, I think, and into a sub-station on the right side, and I will close the circle underground. Brooke, also was sagst du heute Abend? Wir versuchen hier hinten die Ecke weiterzubauen und dann noch das TVA-Portal für unseren kleinen Loki und für unsere kleine Sylvie zu basteln. Und Chris ist Kanalmitglied geworden. Vielen Dank dafür. Dann bist du, glaube ich, Nummer 23. Vielen, vielen Dank. Also Kanalmitglieder zahlen nach eigenem Ermessen einen von drei Beiträgen monatlich, unterstützen das Projekt damit einfach. Und das ist super, super toll, weil da kommt jetzt doch einiges zusammen. Und da bin ich dankbar für jeden, der mitmacht. Und Eichheit meint, wenn du die Brücks oben beleuchtet haben, nimm doch Glasfaserleiter, die kannst du... Ja, die müsste ich auch noch da haben, das wäre das Problem. Und Brücks meint, das Licht wird im unteren Stein gebrochen, scheint deswegen nicht so viel durch, denke ich. Vielleicht doch Trans-Orange Plates oder Bricks. Ja, ich muss mal schauen. Wir werden jetzt auf jeden Fall... Ich muss sagen, von hier oben sieht es deutlich besser aus als von der Seite. Da müssen wir mal schauen, wie das dann später wirkt, wenn das wirklich so eingebaut ist, wie es mal eingebaut sein wird. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier drüben weiterbauen. Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig für euch, weil ihr so wenig seht. Grundsätzlich geht es darum, dass wir hier eine Platte einziehen müssen, damit wir hier dann so eine kleine... Ebene haben, kleines Plateau, wo wir eben dann die Szene einbauen können. Und dann hier hinten der Fenster mal hochgehen wird. Brooks im Kopf, weil er will das nicht testen, ich bin ruhig. Nein, das liegt daran, ich habe tatsächlich, soweit ich weiß, keine großartigen Mengen an Trans-Orange-Elementen da. Nur etwas kleinere, deshalb muss ich jetzt erstmal schauen, ob ich es damit hinbekomme. Denn in meinen Vortests wirkte es doch zu orange mit orangenen Steinen. Da habe ich nur so ein bisschen getestet.
Aber jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal, denke ich, hier eine Ebene noch einziehen, damit das auf jeden Fall schon mal gemacht ist. Dazu haben wir auf jeden Fall mal eine ganze Tüte an Plates. Und dann schauen wir mal, wie wir hier das am besten reinbauen. Dann muss ich erstmal schauen, wie viel Abstand ich brauche. Wahrscheinlich ist das so schlauer. Dann brauchen wir noch ein bisschen was, um unsere das Ganze aufzubocken. Ich glaube, wir haben hier noch irgendwo eine Tüte. So, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was an Material. Und Eichenried, meine Glasfaserleiter, gibt es im Modellbau Bambrich? Ja, da schaue ich auf jeden Fall mal, falls das hier nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber jetzt gerade, meine ich, habe ich hier leider nichts da. Brook Osterman, wird das alles eben oder mehrere Ebenen? Was genau meinst du damit? Schauen wir mal, wie hoch wir hier müssen. Schauen, wie weit ich von hinten nach vorne muss. So. Damit ich hier ordentlich abschließen kann. Okay, das funktioniert sogar ganz gut auf der Position. Okay. So, dann müsste das hier so passen. Gut, dann braucht man noch eine Stütze. Und Kasi ist auch da. Hallo Kasi, auch an dich. Du meinst an Brook Ursel meine ich jetzt, du meinst im neuen Layout sozusagen. Das wird ähnlich sich gestalten wie hier, also da ja wie gesagt der Anspruch ja schon immer so war, dass es halbwegs realistisch ist, wird es auch dort mehrere Ebenen geben, wir haben ja hier schon mehrere Ebenen und es wird sich auch da weiter durchziehen auf jeden Fall. Das wird sich ähnlich gestalten wie bisher. Das bringt natürlich auch einiges an Möglichkeiten, wenn man mehr als nur eine Ebene hat. Und es sieht auch meiner Meinung nach zumindest besser aus. Das fängt natürlich auch schon damit an, dass man, wenn man mehrere Ebenen hat, man natürlich auch ein bisschen mit den Sichtachsen spielen kann. Brückenplayer, Baumann, Kraftwerk. Ja, theoretisch könnten wir das sogar mal machen. Irgendwann im neuen Raum. Aber dazu müssen wir, glaube ich, ein ganzes Stück weiter weg von dem Ort, wo wir jetzt sind. Weil ein Kraftwerk so mitten in der Stadt, so richtig mitten in der Stadt, finde ich ein bisschen seltsam. Da müssten wir schon ein bisschen eher so ein bisschen in einem halbwegs was Industriebereich oder sowas landen. Und es kommen weitere Leute hinzu. Vielen Dank, dass ihr da seid und auch hallo an euch alle. So, schauen wir mal, ich brauche hier hinten noch eine Stütze. Ich muss jetzt hier aufbauen, ja, richtige Höhe, sehr gut. Gut geschätzt. Jetzt bauen wir jetzt mal hier hinten noch rein. Wäre das dann okay? Dann brauchen wir hier noch mal eine Stütze und dann können wir schauen, wo wir das weiterbauen. Eigentlich die Frage: Machst du dann den neuen? Moment.
Machst du dann den neuen Raum öffentlich oder nur privat für dich? Also erstmal natürlich nur privat. Wann oder wie das Ganze irgendwann mal richtig öffentlich sein wird, kann ich noch nicht sagen. Das wird auch wieder noch ein bisschen Zeit beanspruchen. Die Frage ist auch, ob es noch dort oben sein wird oder dann eine Etage tiefer. Aber langfristig irgendwann, zumindest für ausgewählte Besucher, wird es irgendwann geben. Aber im aktuellen Zustand bin ich der Meinung, dass es nicht unbedingt besuchenswert unbedingt ist. Denn ich bin der Meinung, da muss noch einiges passieren. Marcel fragt, ab wann ich mit Besuchern plane. Das ist eine sehr schöne Frage, die ich nicht unbedingt beantworten kann. Das hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel auch eben davon, wie weit das ganze Projekt voranschreitet. Und das ist momentan schwer zu sagen, wie weit man zu welchem Zeitpunkt ist. Stefan H. Hegemann meint, ich glaube, ich bin der einzige Noppenfan ohne eigenen Kanal. Na, das ist, glaube ich, eigentlich nicht unbedingt. Und Brückenplay fragt, wo ist die Brücke in Hessen? Nein, in Bayern. Ja, Bayern ist jetzt die Hochburg der deutschen Noppengemeinschaft. Wenn wir jetzt auch daran denken, dass ja Bobs und Bobs Welt auch in Rosenheim, was auch in Bayern ist. Stamic Bricks sagt Hallo zusammen, hallo auch an dich. Aber ich habe den Held der Steine. Ja, vielleicht zieht er ja auch noch um. Und wir haben ja auch noch das Legoland hier, also das muss man auch mal erwähnen. Ich brauche mal noch hier eine zweite Plattform ein, dann haben wir nämlich genug Platz, um nächstes Mal zu schauen, wo wir es am besten platzieren könnten. Um den Hintergrund. Ich war da, mein Brückenplay. Meinst du beim Held der Steine in Frankfurt? Patrick Sieß sagt: Hi, hallo auch an dich. Und Patrick fragt, wie die da sind, eigene Mocs. Ganz wenige Dinge entstehen erstmal digital. Viele entstehen einfach, während ich sie baue. Also ich habe ja glücklicherweise inzwischen einen gewissen Vorrat an Steinen. Und das hilft natürlich schon mal ein bisschen was machen zu können. Aber grundsätzlich, wenn ich irgendwie weiter plane, überlege ich mir, welche Steine ich brauchen könnte. Und dann kaufe ich die noch. Und dann baue ich meistens einfach drauf los. Und währenddessen merke ich dann auch teilweise, was ich vielleicht noch brauchen könnte. Ja, so entsteht das Ganze. Vorlagentechnisch sind oft Sachen aus der realen Welt einfach so grobe Vorlage, wie zum Beispiel am Bahnhof oder jetzt auch ja, bei den Brücken haben wir uns bei der Brücke vorhin haben wir auch sehr lange darüber diskutiert, wie die aussehen wird. Und Patrick war mit einer App, ja, mit die App heißt Studio und ist auf der Seite oder Stud.io, wie man es nennen möchte, und ist auf der Seite von Bricklink zu finden.
Ist auf jeden Fall besser als die ältere LDD oder Lego Digital Designer Seite, Programm. Denn die alte direkt von Lego wird ja nicht mehr aktualisiert. Das heißt, du hast da echt Probleme, viele Steine noch, neue Steine drin zu finden. Deshalb würde ich auf jeden Fall die empfehlen. Und auch wenn man irgendwie Bauanleitungen machen möchte, ist das auch auf jeden Fall die bessere Wahl. Wir können ja hier auch eigentlich übergreifend bauen, fällt mir gerade ein. Denn das ist ja eh ein Modul hier. Dann können wir hier auch die Stützen gleich direkt dran bauen. Über die Modulgrenze hinweg. Und Zottel Zockt ist auch da. Hallo auch an dich. Zottel Zockt ist ebenfalls ein Kanalmitglied. Und auch hier sage ich gerne jedes Mal Danke dafür. So. Und Kasi sagt: Lieber Daniel, ich habe heute beim Putzen die Minifigur zur Seite gestellt. Anschließend bin ich mir mit einer Ferse in den Sickwick getreten. Ja, das klingt jetzt nicht so schön. Klingt ein bisschen schmerzhaft für die arme kleine Sickfig. Ist denn noch alles okay mit der? Es tat weh, und der Arm ist ab. Ich hoffe bei der Figur. Ist das denn noch zu retten? Patrick, kannst du den Link in den Chat schicken? Kann ich gerade nicht nachschauen. Vielleicht kann einer von euch irgendwie mal kurz den Link raussuchen. Das wäre sehr nett. Beide verloren, sagt Carsten. Ja, das ist super. Hammersball TV ist ebenfalls da. Hallo auch an dich, noch ein weiteres Kanalmitglied. Schon mal was von Lego-Motoren gehört, sagt Dunkel. Ja, es gibt ja einige Lego-Motoren. Vor dem Aufzug sind ja auch diverse Motoren verbaut. Bzw. eigentlich nur einer. Ne, zwei sind sogar. Wir haben ja einen für den Aufzug an sich und einen für die Türen. Das könnte man grundsätzlich schauen, das würde irgendwie hier hinten so stehen. Das heißt, wenn wir hier hinten noch ein bisschen was außen rum bauen, könnte das ganz okay aussehen. Ansonsten vielleicht nochmal schauen, ob wir da nicht irgendwie noch was an der Beleuchtung an sich machen. Aber ich finde, wenn irgendwas dahinter ist, kann es gar nicht so schlecht aussehen. Ich glaube, momentan ist das Problem hauptsächlich, dass dahinter nichts zu sehen ist. Wenn dahinter jetzt ein bisschen dunklerer Hintergrund ist, glaube ich, könnte es ganz gut aussehen. Also wir brauchen jetzt erstmal noch ein bisschen Material, um hier noch ein bisschen Felsen hochzubauen. In weiser Voraussicht, dass, wenn wir umziehen, das Ganze hier noch weitergehen wird. Mal schauen, wo ich das hingetan habe. Ich glaube nämlich, dass ein großer Teil dort hinten irgendwo ist. Da gehe ich mal außen rum und hole mal die von hinten. So. Marcel, gibt es Neuigkeiten für die Dioramen? Preis, Verkaufsstart. Preis noch nicht ganz sicher.
Ich bin immer dabei, das durchzurechnen und Steine zu bestellen. Und Verkaufsstart, ja. Mir wäre natürlich Oktober noch ganz lieb eigentlich, aber das ist natürlich auch schwer zu sagen, da ich ja noch ein paar andere Projekte jetzt am Laufen habe, die auch, wie zum Beispiel den Raum drüben fertig zu machen. Und deshalb ist alles ein bisschen viel momentan. Ich sag dann mal gute Nacht, ich muss meine Ferse schon bis dann da im Chat. Ja, ich hoffe, dass es der Ferse doch nicht ganz so schlimm geht. Aber leider muss man ja sagen, dass Lego beim Kampf Körperteil gegen Lego leider sehr oft gewinnt. Bring Play mein, letztens hat mir ein 3x1 den Fußböse aufgerissen. Ja, das klingt böse. Und Brüssel kommt, ich habe den Link gepostet, ist er weg. Ja, scheinbar hat das System einfach gelöscht, aber ich habe gar nicht die Möglichkeit gehabt, ihn anzeigen zu lassen. Vielleicht schickst du ihn einfach nochmal und schau mal, ob ich vielleicht die Möglichkeit habe, ihn anzeigen zu lassen. Ich glaube, dass Links nicht unbedingt direkt möglich sind aufgrund von irgendwelchen YouTube-Einstellungen. Das kann sein. Stand aufrecht, der Stein. Das ist natürlich puh, fies. Stefan Hagemann, ich bei meinem Kind auch. Ja, bei meiner Tochter liegen da auch sehr viele Steine rum. Aber sie tritt erfreulicherweise selber auch rein. Aber es sorgt noch nicht dafür, unbedingt mehr aufzuräumen. Pendejörg schreibt, hi Daniel, endlich mal geschafft, beim Live-Chat dabei zu sein. Die Brücke war ein super Projekt und ich liebe den Realismus der Designs. Keep up the good work. Dann vielen, vielen Dank, das freut mich.
Nur noch einzelne Flecken zum Bett frei. Ja. Gibt es, glaube ich, öfters das Problem. Aber irgendwann wird dann einfach aufgeräumt. Daniel sagt Moin Moin, hallo auch an dich. Stefan wäre bei bestimmten Projekten, aber auch im. Ja, hier sieht es auch gerade nicht super toll aus. Was aber auch daran liegt, dass ich nicht nur hier gerade arbeite, sondern auch noch Chaos habe mit Umsortieren in die Kleinteilmagazine und dann auch noch die ganzen Dinge rumliegen habe für die Dioramenplanung. Aber ich glaube, dass nach dem Umzug die neuen Räumlichkeiten auch besser werden wird, weil ich einfach das Ganze besser aufteilen kann an verschiedenen Orten. Marcel fragt, wird es auch einen ländlichen Bereich geben? Die andere Seite des Flusses würde sich doch aufbieten. Die andere Seite des Flusses ist tatsächlich immer noch Stadt. Der eher ländliche Bereich, würde sagen, hinter der Altstadt passieren, würde sagen, links hinter dem Bahnhof. Das ist eher die Region, in der es einen ländlichen Bereich geben kann oder wird sogar. Schauen wir mal, wohin das jetzt hier führen wird. Aber allgemein werden wir dann, wenn die Stadt umzieht, einige Videos sicherlich direkt nur zum Umzug haben, denn da werden ja auch noch ein paar Sachen dann optimiert. Zum Beispiel wird die U-Bahn-Station weiter nach rechts rücken. Einfach damit der Zug dann auch unter den Fluss kommen kann, denn momentan ist es ein bisschen, ich werde es nicht unmöglich sagen, aber schwierig. Auch durch den Einbau von etwas Streckmaterial sozusagen wird das Ganze ja auch noch mal ein bisschen Zeit beanspruchen. Die Stadt wird ja nicht eins zu eins direkt so umziehen, wie sie jetzt hier steht. Es wird ja ein paar Optimierungen geben. Und da du sagst, Marcel, ob ich meinen Berg hinbekomme, du brauchst einen Berg.
Stefan Hagemann Fromm Extrem auf den neuen Häuserloch. Ich nehme an, du meinst den vorne, wo ist das Diner und das Pariser Restaurant steht. Ja, das wird auch noch ein bisschen größeres Projekt, aber ich glaube, das ist der richtige Moment, um auch das anzufangen. Marco Sprossmann ist da, noch ein Kanalmitglied, also vielen Dank auch dich. Hallo alle zusammen, schreibt er, das sieht mir nach der Tropfsteinhöhle aus. Noch nicht ganz. Die Tropfsteinhöhle kommt ungefähr hier hinten rein, also da wird hier der Blick rein sein. Das ist noch Teil des Berges an sich. Tropfsteinhöhle wird hier drüber kommen und hier ist noch der Plan, unser TVA-Portal einzubauen, wobei da noch die Frage ist, wie wir genau das machen. Weil momentan ist die Frage, wie das Ganze aussieht. Schauen wir das jetzt mal von hier hinten an. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Lass mal schauen, wo ist denn hier unser kleiner Loki? Norman Weiler sagt, hallo zusammen, endlich habe ich es geschafft, mein Live dabei zu sein, Grüße gehen raus, hallo an dich. Ebenso Moxity, Abend, na was geht, habe schon eine Weile, ist noch keine Zeit zu schreiben, kein Problem. So, jetzt versuche ich das hier mal von dieser Platte runterzukriegen, ohne wieder auseinanderzureißen. Weil es jetzt schon wieder passiert. Klemmen. Ein bisschen widerspenstig. Man muss sagen, auf der großen Platte war das einfacher gerade. Aber die große Platte kann ich ja schwierig dort unten einbauen. Kommentare schauen. Bin ja mal gespannt, wie du das Portal hinbekommst. Ja, das bin ich auch gerade, weil es ist nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich bin gerade schon wieder ein Stein abhanden gekommen, den räume ich, suche ich mir später. Nehmen wir noch einen neuen. Und Moxie, die meint, hier ist ja noch mal gut was los. Ja, es sind tatsächlich 51 Leute, kurz vor Mitternacht. Eigentlich wollte ich gestern den Livestream machen, aber das hat dann nicht geklappt. Also das war schon
früher zu sehen, dass es nicht klappen wird. Und deshalb habe ich das dann jetzt über heute verschoben. Kabelwirrwarr hier gerade. Das hier noch. Mal schauen, ob ich es hier halbwegs gut platzieren kann. Okay, mach jetzt den Unterbau so wie gehabt und machst das noch stabiler. Ich werde den Unterbau komplett neu bauen, um mich daran an einem ganz anderen, deutlich stabileren System orientieren. Dazu wird es aber sicherlich auch das ein oder andere Video dann noch geben. Das wird deutlich vor allem auch komplexer und aber auch viel stabiler. Weil das aktuelle System hat nicht nur das als Nachteil, sondern auch ein paar andere. Und da muss ich auf jeden Fall noch was ändern.
Stefan Hegemann fragt, existiert eigentlich Konkurrenzdenken zwischen Brickboard? Ich hoffe nicht, ich glaube auch nicht. Aber ich kann natürlich auch nicht für alle sprechen. Wobei ich nicht ausschließe, dass es natürlich irgendwo doch Konkurrenzdenken gibt. Aber irgendwie gibt es doch eigentlich doch irgendwie doch überall mal. Aber ich glaube, es ist nicht so ausgeprägt wie in vielleicht ganz anderen Kategorien. Erstmal hier die Kabel ein bisschen zu verdecken, bevor ich da nicht mehr ordentlich hinkomme. Ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das Konkurrenzdenken tatsächlich nicht so präsent. Das stimmt schon. Wobei es auch ab und zu ein paar unschöne Dinge gibt. Also ich habe schon bekommen, wie zum Beispiel Ideen oder auch sagen wir, Designs teilweise auch genommen wurden, ohne den ursprünglichen, ja, ich sage jetzt mal Erfinder oder so, irgendwie zu nennen. Jetzt nicht unbedingt in der deutschen Community, aber in der englischsprachigen. Ja, ein paar schwarze Schafe, die gibt es natürlich immer. Weil ich gerade sagen muss, dass so eine Scheibe
fast besser aussieht. Denn die wird ganz gut von unten beleuchtet. Ich glaube, das ist tatsächlich die bessere Idee, fällt mir gerade auf. Das seht ihr vielleicht von oben nicht. Ich will eure Kamera jetzt aber gerade auch nicht runternehmen. Das wird man später in einem Video sehen. Aber das sieht eigentlich deutlich besser und sehr viel näher aus an dem, was ich eigentlich möchte. Jetzt ist nur die Frage, wie fixiere ich die Scheibe hier? Weil ich sagte, mit dem Hintergrund, der ein bisschen dunkler ist, kommt das orangene Licht viel besser durch. Und so sieht es ganz gut aus. Damit könnte ich tatsächlich zufrieden werden. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das fixiere. Ich nehme mich einfach, mal schauen, ob ich mit diesen Clips ein bisschen arbeiten kann. Höher gesetzt werden. Aber noch eine Sache, da vorhin das Thema Dioramen aufkam. Ich nehme an, dass solche Bestellungen auch ein bisschen seltsam vorkommen, dass so random Figuren einfach mal in größeren Mengen gekauft werden. Da bin ich auch gespannt, was sich so der Verkäufer dabei denkt, wenn da mal einfach jemand die gleiche Figur, ich weiß nicht, ob ich das in 10 Stück oder so, einfach mal so kauft. Marcel, wie lange soll das Stream noch gehen? Das ist eine gute Frage, das weiß ich noch nicht. Und deine Düse fragt, wie groß soll deine Lego-Welt werden? Weißt du das schon? Naja, erstmal haben wir ja den neuen Raum, der grundsätzlich, wenn er fertig ist, eine Grundfläche von 120 Quadratmeter ungefähr hat. Ich habe es tatsächlich jetzt endlich mal nachgemessen. Die natürlich nicht komplett bebaut werden kann, weil man ja noch Gänge braucht zum Laufen etc. Wir haben noch die Schrägen links und rechts. Aber wenn das auch irgendwann voll sein sollte, haben wir immer noch einen etwas größeren Raum. Also grundsätzlich, je nachdem wie das Projekt läuft und alle Subprojekte dazu, habe ich jetzt keine unbedingt Grenze gesetzt. Vielleicht die Scheibe nicht breit genug. Brooksbuild ist da. Hallo auch an dich. Dann werden wir jetzt die übliche Methode anwenden und das Ganze einfach durch eine Umbauung fixieren. Da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Ich brauche aber auf jeden Fall noch braune Steine oder dergleichen, um hier ein bisschen was anderes reinzubringen. Also farbtechnisch noch was anderes.
und Andi Stein sagt, ja, Daniel Bauer noch schön, wünsche euch allen noch viel Spaß jetzt mal und leg mich ins Nest. Hallo, ich war gute Nacht dir. Vielen Dank. Ebenso wie doch Stefan Hegemann ins Bett, dann wünsche ich auch dir gute Nacht. Das ist alles ein bisschen komplizierter, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ich hoffe, das Ergebnis wird dann auch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Brickbills fragt, bin gerade dazugekommen, hast du ein paar Worte, was du genau baust? Ja. Ein TVA-Portal, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, die Loki-Serie. Das wird eine kleine Szene hier vorne innerhalb des Areals hier vorne im Berg vor der Stadtmauer für unsere Loki- und Sylvie-Figuren aus der aktuellen Marvel-Mini-Figuren-Serie. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das ganz gut aussehen wird. Ich bin nur gerade ein bisschen damit beschäftigt, das Ganze irgendwie ordentlich zu fixieren. Und das wird ein bisschen schwierig. Und Moxie sagt, bin auch mal raus. Gute, was? Noch? NFL geht weiter. Ah, NFL geht weiter. Okay. Schönen Stream, bis bald. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Also zumindest sind die Kabel schon mal ganz gut versteckt. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Das ist oft ein Problem. Loki ist mega cool, ich sag nur Variante, meint Brickwood. Ja, ist auch lustigerweise steht das ja auch hinten auf der. Da fällt er mir runter. Hinten auf seiner Figur steht hier lustigerweise auch. Es fokussiert gerade nicht so schön. Variant, fand ich auch sehr schön. Julius Köstl, die meint, Loki-Marke auch sehr, Falcon Winter habe ich noch nicht gesehen. Falcon Winter Soldier ist tatsächlich für die große Story, abgesehen natürlich davon, was am Ende passiert, ich will jetzt nicht unbedingt spoilern, nicht so wichtig. Aber Loki ist sicherlich für das ganze MCU deutlich wichtiger. Allein schon durch das Multiversum.
muss ich mal schauen, wie ich das Ganze hier fixieren kann, ohne es wirklich zu fixieren. Kurikut, was ist eigentlich für ein Riesenhaus, das ihr da habt? Ja, das ist eine ehemalige Werkzeugfabrik. Also sagen wir so, wir leben ja hier auf dem Land und das hier ist ein Mischgebiet und der ehemalige Besitzer dieses eigentlich Wohnhauses hatte ursprünglich, bevor er wirklich sehr unerwartet verstorben ist, eine Werkzeugfabrik, die immer auf dem gleichen Gelände stand. Und das wurde zusammenverkauft. Deshalb haben wir eine relativ große Halle mit auf dem Gelände stehen. Der untere Teil war mal relativ lange an die Gemeinde hier vermietet. Aber inzwischen nicht mehr. Ja, es hat sich einfach so ergeben, sag ich mal. Und ist jetzt natürlich hinsichtlich des Brickworld-Projekts und auch aller damit verbundenen Projekte natürlich ganz praktisch. Marco Sprossmann fragt, wann planst du eigentlich den Umzug? Diesen Monat, nächsten Anfang? Also mir am liebsten wäre es tatsächlich diesen Monat noch. Der Monat ist ja noch jung. Aber man muss ja mal schauen. Pläne ist ja immer so eine Sache. Aber ich bin zuversichtlich, dass es vielleicht sogar klappen könnte. Aber da muss man natürlich wie immer mal schauen, wie es sich entwickelt. Aber nächstes Jahr wäre mir persönlich ehrlich gesagt zu spät, weil ich ja inzwischen auch einige Stellen hier in der Stadt sozusagen auf Eis gelegt habe, um eben nicht unnötig Probleme für den Umzug zu bereiten. Also unterirdisch wird momentan gar nichts mehr passieren hier drüben, solange wir hier noch sind. Einfach weil der ganze Untergrund auch holztechnisch hier neu gebaut wird. Und da muss es eh noch ein paar Anpassungen geben. Ja. Und da möchte ich jetzt nicht unbedingt noch groß anfangen, hier umzubauen.
Cody Kurt fragt, bist du eines Umzug und Renovierung angehört? Sag mal so, es wird ausreichen dafür. Und Marcel fragt, darf ich fragen, was du beruflich machst? Ja, die Frage kommt ja öfters. Ich bin selbstständiger Webprogrammierer. Und so kürzlich gesagt, wenn man die Marvel-Serie hat, man schwupps drei Lokis mehr. Eigentlich sogar vier. Denn wir haben ja auch noch den kleinen Frosch-Tor hier, der in den Comics vorkommt. Dann haben wir nochmal das Loki-Krokodil, leider ohne Krone. Aber ich nehme jetzt doch mal hier, ich versuche mal doch hier rauszunehmen, denn ich bin ganz zufrieden. Ah, jetzt hat der Autofokus sich verabschiedet. Denn so, wenn jetzt noch ein bisschen was Dunkles dahinter kommt, sieht das eigentlich ganz nett aus. Finde ich. Kommt der Sache, wenn man es von hier, in echt sieht es noch ein bisschen besser aus, der Sache eigentlich ganz nahe. Wenn wir jetzt den Felsen dahinter noch ein bisschen weiter bauen. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass da vorne so ein Gestrüpp ist. Aber das geht gerade gar nicht anders, weil ich ja, wie gesagt, das Ganze irgendwie fixieren muss, ohne es so richtig fixieren zu können. Also ich kann es nicht einfach an irgendwelchen Noppen anbauen oder so. Aber ich finde es eigentlich ganz okay. Der Frosch heißt Troke. Ja, das stimmt. Troke. Kam auch in den Comics öfters vor. Oder einige Zeit. Gibt sogar ein paar Cover, auf denen er zu sehen ist. Rücksbild fragt, ist dein Zimmerlicht dimmer? Nein, nicht direkt dimmer, ich kann es ausschalten. Aber es sieht jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Je weiter man von oben drauf schaut, desto besser sogar. Weil natürlich das Licht sich dann anders da drin verhält in dem Glaselement. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus als die Sache mit den Bricks. Es kommt meiner Meinung nach relativ gut sogar an das ran, wie es in der Serie ausschaut. Ist mir hier irgendwas runtergefallen? So, das bauen wir gleich hoch. Bauen wir gleich wieder hin. Das war ursprünglich hier. Und Marcel sagt, Servus mit der Schiedbahn noch, dann sage ich dir auch, ich nehme an, gute Nacht. So, ich bin relativ zufrieden mit dem, wie es sich gerade entwickelt. Brauchen wir noch ein paar braune Plates. Was mir gerade auch noch einfällt ist,
Ich hatte zufälligerweise letztens den neuen Captain America erfüllt, weil ich zufälligerweise einfach eine Packung in der Hand hatte und dieses Teil hier oben gespürt habe. Reiner Zufall. Und da überlege ich mir auch noch, was ich damit machen werde. Aber vermutlich erst im neuen Layout. Aber ich glaube, den kann man vielleicht ganz gut auf einem etwas höheren Haus oder so platzieren. Also besser gesagt, in der Luft dann. Ja, es ist nicht mehr Falcon. Er ist ja inzwischen Captain America. Es ist halt einfach wie in den Comics gelaufen. In Comics war Sam ja auch irgendwann mal Cap, genauso wie auch Bucky irgendwann mal Cap war. Da war ja auch die große Frage, wer wird's? Zeug noch hin, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Und dann schauen wir mal, wie wir das dann machen mit den beiden Figuren. Ich habe mir jetzt extra noch letztens ein paar von diesen dunkelgrünen Büschen bestellt, einfach um ein bisschen mehr Farbe reinzubekommen. Aber die sind ja wirklich abartig teuer. Ob ich nur Lego oder auch andere Kleinbausteine nehme. Eigentlich ist alles Lego. Die einzigen Stellen, an denen ich nicht rein Lego nehme, sind die Schienen, weil eben Lego nicht die Schienen im Sortiment hat, die ich haben möchte oder brauche, um das ganze Projekt umsetzen zu können. Aber ansonsten ist tatsächlich alles echtes Lego. Ja, bei den Schienen ist einfach das Problem. Lego hat ja nur die normalen Geraden und dann einen einzigen Kurvenradius. Und ich habe jetzt Schienen von Trix Bricks, die ich auch dann benutzen werde, wenn wir die Erweiterung haben, hinter dem Bahnhof. Da habe ich ja, das habe ich noch gar nicht erzählt, eine Mini-Kooperation mit Trix Bricks für den Bahnhof. Also ich bekomme ein Teil der Schienen dafür gestellt. Also es ist nicht ein riesengroßer Teil, aber auch nicht ein winziger Teil. Aber tatsächlich bezahlt mir Trix Bricks einen Teil der Schienen im Gegenzug für eine Nennung dann, wenn es soweit ist. Und der kleine eingebaute, ja, nennen wir es mal Bandenwerbung oder so, halt irgendwo Werbung. Lustigerweise hat mir TrixBricks da in diesem Zug auch bestätigt, dass deutsche Kunden ihre besten Kunden sind, obwohl die Firma selber ja in Polen sitzt.
Andreas Bader sagt, eigentlich hat ja Steve Rogers Falcon den Schild übergeben in Endgame. Ja, das stimmt. Das wird auch in der Serie thematisiert. Weil ich sagen muss, ich hätte so einen kleinen Gastauftritt von Old Man Steve sozusagen ganz nett gefunden eigentlich in der Serie. Meine Güte, hier fällt mir auch dauernd gerade alles runter. Ja, die Schienen von Trixbox sind wirklich sehr, sehr praktisch, das stimmt schon. Aber vor allem die verschiedenen Kurvenradien sind natürlich super praktisch. Nein, nur deshalb hatte ich auch die Möglichkeit halbwegs die zwei Schienen nebeneinander zu bauen bei der Straßenbahn vorne. Das sehe ich immer noch als ein relativ großes Problem bei vielen anderen größeren Schienenprojekten, wenn man tatsächlich nur auf Originalschienen setzt von Lego. Naja, Chris Evans hat nicht unbedingt keinen Bock mehr Cap zu sein. Ich glaube, es ist ja so, dass er tatsächlich für ein Projekt wahrscheinlich nochmal zurückkommen wird. Ja, heute ist Variantennacht. Naja, ausgelaufene Verträge, die laufen ja dauernd aus. Der Vertrag von Robert Downey Jr. ist ja eigentlich schon nach Iron Man 3 ausgelaufen gewesen. Die werden halt einfach werden immer mal verlängert. Natürlich lukrativ ist für die Schauspieler. Aber jeder Schauspieler, der eigentlich eine größere Rolle bei Marvel, also im MCU bekommen hat, hat danach ja einen relativ großen Karrieresprung gemacht. Das sieht man zum Beispiel auch sehr gut bei Chris Pratt, der ja Star-Lord spielt, der hat ja einiges an Rollen bekommen, nachdem er Star-Lord gespielt hat. Allein schon die ganzen Rollen hier in den neuen Jurassic World-Filmen. Und eigentlich ist, glaube ich, inzwischen jeder froh, wenn er eine Rolle angeboten bekommt fürs MCU. Brookwood, eine Monorail. Na, ich weiß, dass alle Monorail lieben, aber ich bin jetzt irgendwie nicht so. Ich finde sie auch ganz nett anzuschauen, aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass das Richtige für hier ist. Tanja erstmal, der kommt für Secret Wars zurück. Ich weiß nicht, ob Secret Wars ist ja an sich noch gar nicht geplant. Ich weiß, dass Secret Invasion geplant ist. Unter anderem hier mit Samuel Jackson natürlich und dem Talos-Darsteller. Und hier die Khaleesi-Darstellerin aus Game of Thrones. Und Markus Sprossmann muss sich verabschieden. Ja, ich bin auch gespannt, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob es morgen schon ein Update-Video geben wird. Da müssen wir mal schauen.
Aber ich bin tatsächlich recht zufrieden mit dem, wie es sich jetzt gerade entwickelt. Es sieht ganz gut aus. Zwischendurch war ich das nicht so. Aber doch, inzwischen muss ich sagen, es sieht mir besser aus. Also auch gute Nacht an dich. Kriege ich denn das hier noch irgendwie rein? Das wäre ganz hübsch. Schauen wir mal, was wir hier noch ein bisschen an Höhe gewinnen. Heute fällt mir auch alles auseinander. Okay, da ist auch kein richtiger Unterbau drunter. Secret Wars. Ich glaube tatsächlich, naja, könnte sein, aber ich glaube, dass erstmal auf jeden Fall Kang eine größere Rolle spielen wird. Vor allem das Multiversum ist ja jetzt eh Riesenthema. Wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht den einen oder anderen Zuschauer verliert. Weil mit dem Multiversum und Kang und so weiter wird es natürlich jetzt deutlich komplexer. Namor im MCU würde ich gar nicht ausschließen. Es gibt ja die Gerüchte, dass Namor in Black Panther 2 auftreten wird und auch eine große Rolle spielen wird. Problem ist, es gibt da ja immer noch so rechte Probleme mit ein paar Figuren. Und Namor ist da ja scheinbar auch einer von denen. Genauso wie ja Marvel momentan keinen Solo-Film mit dem Hulk machen kann. Also dazu, dass ich nicht die Rechte haben. Was natürlich auch erstmal ein bisschen absurd klingt. Ich werde so ein bisschen am Felsen weiter hochbauen, dass man einen schönen Hintergrund haben. Das werde ich auf jeden Fall noch im Stream machen, denke ich.
gut eigentlich aus. Schauen. Ich nehme euch dann gleich auch noch mal mit runter mit der Kamera. Einfach zumindest in diesen Räumlichkeiten eine sehr ungünstige Stelle zum Bauen eigentlich. Also um zum Filmen. Wieso wird mein Post nicht angezeigt? Was hast du denn geschrieben? Und Alfred Alois Litz fragt, ist das dein Loki-Portal? Weil auch viele, ja, es ist das TVA-Portal. Werden wir auch gleich nochmal aus einer besseren Perspektive sehen. Ja, keine Ahnung, ich habe auch keine Meldung bekommen, dass ich das irgendwie freigegeben soll. Manchmal blockt YouTube ein paar Nachrichten und die kann ich dann hier manuell freigeben. Aber das ist tatsächlich nicht da gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, ist eine sehr schöne Idee. Ja, das Design von Namor stimmt. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass Marvel es doch ganz gut hinbekommen hat, die Kostümdesigns jetzt ordentlich umzusetzen und trotzdem gleichzeitig relativ nah an dem zu bleiben, was den Charakter in den Comics ausmacht.
heute noch ein bisschen oben drauf und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal zusammen an. Was die Kostüme angeht, gebe ich dir vollkommen recht, dass mit Flügelchen Cats Helm, ja, das stimmt. Genauso wie die Flügelchen an Thors Helm haben sie ja auch da nochmal ganz schön angebracht bei Thor 3 im Arena-Kampf mit Hulk. Da haben sie das ja auch mal ganz schön mit eingebracht. So, das ist ja absolut unscharf gerade. So, ich nehme euch jetzt hier nochmal mit. Jetzt muss ich mal die Haltung rausnehmen. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz nett so aus. Je weiter man oben ist, desto besser sieht es auch aus, was das Licht angeht. Ich schaue mal, ob ich das Licht hier hinten mal ausmachen kann. Aber ich finde, ich versuche jetzt mal hier ein bisschen Fokus zu bekommen. Irgendwie der Fokus spielt gerade ein bisschen verrückt. Ich sehe auch gerade, dass hier ein Igel steht, den habe ich da nicht hingemacht. Den hat gleich meine Tochter dahin gemacht. Aber ich finde, das sieht doch eigentlich ganz gut so aus. Ist jetzt noch ein bisschen orangener tatsächlich auf dem Bild hier gerade, als es eigentlich echt ist. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Mir gefällt es auch. Ich werde dann später mal noch Fotos davon machen, die ein bisschen echter aussehen. Diese Igel stört mich jetzt gerade ein bisschen. Den kann man woanders noch hinmachen. Aber hier auf dem Busch. Hier drüben noch mehr. Ja, es ist einfach ziemlich überstrahlt. Ich mach mal das ganze Licht vielleicht aus. Mal schauen, wie es dann so aussieht. Ich mache euch mal noch mal kurz hier hin, dann schaue ich mal, ob ich das ganze Licht, ob es dann besser aussieht. So, nehmen wir euch nochmal mit.
Der Fokus heute hat es echt nicht so einfach. Aber jetzt sieht es eigentlich noch viel orangener aus, als es eigentlich ist. Das ist sehr, sehr orange. Naja, ich mache euch nochmal hin. Dann mache ich das Licht wieder an. Autofokus hat aber auch Probleme heute. Entschuldigung. So. Also mich, ich bin's ganz, ich finde es ganz gut. Ich würde noch ein kleines bisschen am Felsen bauen und dann würde ich sagen, das war's dann für den Livestream auf jeden Fall für heute. Und den Rest werde ich dann weiterbauen abseits der Kamera. Und dann gibt es wahrscheinlich vielleicht morgen, vielleicht übermorgen als Update-Video das Ganze. Und ja, das ist der Filter von Facebook, Facebook ja schon, ne, der auch, aber von YouTube ist tatsächlich sehr interessant teilweise, was da so gesperrt wird und was nicht. Da gibt es so einige lustige Sachen. Wann ich Thors Hütte baue, das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe noch kein endgültiges Konzept. Ich habe nur eine grobe Idee im Kopf. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Aber da muss ich auf jeden Fall noch Steine bestellen für die Idee, die ich habe. Denn dafür habe ich nicht alles da. Aber ich habe mir jetzt noch, beziehungsweise wird noch kommen, den neuen Tumbler, also den Dark Knight Tumbler, bestellt in der Minifigurengröße. Da gibt es ja einen auch mit der Scarecrow-Figur, den fand ich eigentlich ganz nett, glaube ich, kostet 40 Euro. Wollte ich eigentlich bei uns im lokalen Spielwarenladen kaufen, weil ich auch ganz gut finde, die so ein bisschen zu unterstützen. Aber die hatten den irgendwo auf einer Palette und haben den nicht rausbekommen, weswegen die mir den dann zuschicken werden. Kostenlos sogar. Deshalb ist der noch nicht hier. Aber ich glaube, dass man damit auch eine nette Sache irgendwo dann in der Erweiterung einbauen kann. Wenn dann irgendwann wir in einen Bereich kommen, so eine kleine Gasse irgendwo oder so. Ich glaube, da kann man ganz nette Geschichten damit machen. Ja, die Hütte, genau, ja. Ich weiß nicht, grundsätzlich ist sie auf einer Liste von Dingen, die ich in absehbarer Zeit machen möchte. Aber zusammen mit dem Shop und dem Umzug jetzt und den ganzen Bauarbeiten. Bin ich noch nicht dazu gekommen, das irgendwie groß zu planen. Also so, dass ich jetzt wirklich Steine bestelle, wo ich dann auch wirklich weiß, die benutze ich. Ah Gott. Nie wieder was abgebrochen, ne? Ja.
Okay. Grundsätzlich ist meine Idee, einen großen Teil aus dem Set tatsächlich zu übernehmen für die Inneneinrichtung. Also wir reden jetzt von dem Thors Hütten-Set. Ich finde das Set an sich ganz nett gestaltet mit den ganzen Details. Also das passt sehr gut. Aber grundsätzlich will ich noch eine Veranda davor haben. Und eher so natürlich im Holzhüttenstil, auch wenn ich weiß, dass das im Film tatsächlich keine Holzhütte ist. Aber ich fand auch die Verbindung hier vorne, dass man eben hier unten dann sozusagen Thors Hütte hat und dann Loki oben durch das Portal kommt, ganz nett. So ein bisschen als Story, weil vielleicht könnte ja rein theoretisch unser Varianten-Loki hier auf Thor treffen. Das wäre, glaube ich, sehr interessant. Und ich bin nur noch der Meinung, das wird auch noch im MCU passieren. Inzwischen ist ja scheinbar auch klar, dass Loki ebenso wie Sylvie und Möbius in, ich glaube, Doctor Strange zu sehen sein werden. Also die ganze Story ist auch noch nicht zu Ende. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Loki wieder auf Thor treffen wird. Andreas Bader meint, naja, viel wird vor deinem Umzug eh nicht mehr gehen. Bahnhof, Hütte und vielleicht Stadtmauer. Und dann hast du das, ja. Genau, der ba Busbahnhof wird ja nochmal ein bisschen auseinandergezogen. Einfach noch ein bisschen Platz zu schaffen. Und auch der Bereich hier vorne, nochmal bei dem Häuserblock, den möchte ich gleich auch noch ein bisschen auseinanderziehen. Haben wir nämlich auch nochmal ein bisschen mehr Platz für den geplanten Spielplatz. Aber dank der Modulartechnik ist es ja nicht so problematisch, noch mal ein bisschen was einzuziehen, weil wir können die Module einfach ein bisschen auseinandergestellt platzieren und dann dazwischen weiterbauen. Das ist tatsächlich nicht so das Problem. Holzhütte wie in Bayern, Alpen oder so, wie kann das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube eher so ein bisschen was Kanadisches, so eine Blockhütte. Ich glaube, dieses bayerisch-alpentechnische würde, glaube ich, nicht ganz so reinpassen. So, ich nehme euch nochmal mit runter. Erste Haltung muss ich rauskriegen. Und dann schauen wir uns nochmal kurz an, wie es geworden ist. Ist ja ein bisschen versteckt. Momentan ist es noch ein bisschen versteckt, sage ich mal, weil hier ja der Schrank kommt. Aber im neuen Areal, sagen, wird ja hier nicht mehr so eng sein. Es wird dann ja hinten noch weitergehen und dann kann man sich das Ganze, glaube ich, auch besser anschauen, auch wenn es hier vorne noch ein bisschen weitergehen wird. Aber ich glaube, das wird dann ganz gut aussehen. Ja, ich muss sagen, ich bin doch zufrieden damit. Der Fels ist vorangekommen. Andreas, ich glaube, Steierstadt hat so, ja, der hat auch so eine Holzhütte. Ich glaube, hier unten vor dem Berg hat er eine gebaut. Ansonsten würde ich sagen, das war es jetzt eigentlich für das, was wir heute bauen hier. Was natürlich demnächst noch gemacht wird, was ich vermutlich auch noch mache, bevor
Der Umzug passiert. Ich werde hier die Lücke auf jeden Fall, denke ich, schließen. Ich werde auch hier die ganz grauen Steine gleich wieder rausnehmen, weil ich glaube, es ist Verschwendung. Denn da es ja relativ sicher ist, dass wir im neuen Gebiet, also Gebiet sage ich schon, im neuen Räumlichkeiten hier weiterbauen, ist, glaube ich, das hier eine Verschwendung, das hier abzuschließen. Das heißt, ich nehme die ganzen grauen Steine hier wieder raus. Dann wird es hier halbwegs offen bleiben, so wie eben das hier, weil, wie gesagt, hier eine Erweiterung kommen wird. Und auch der Bereich da hinten wird noch kommen. Das heißt, die Tropfsteinhöhle wird dann ungefähr hier sitzen. Die Stadtmauer wird oben noch drüber gehen. Und ich glaube, das wird dann eine ganz nette Geschichte. Und sieht auch, glaube ich, ganz gut aus, auch wenn dann die Hütte noch dazu kommt. Hier ist noch ein bisschen Chaos, wie ihr sehen könnt. Ich habe noch das neue Lego City Magazin zu gekauft, weil ich fand die Figur ganz nett mit diesem Abenteurer. Mal schauen, ob man da noch eine kleine Geschichte bauen kann. Aber so viel heute zum Thema Berg und Loki, Sylvie etc. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es wird ein Update-Video dazu geben, das heißt, es wird hier noch ein bisschen weitergehen. Und ich bin selber gespannt, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist hier vorne. Aber ich bin sehr zufrieden auch mit der Gestaltung der ganzen Natur hier vorne. Und dann bleibt mir nicht so viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund natürlich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier irgendwann in der Brick World. Und ja, schauen wir mal, wann der Umzug passieren wird. Dann bleibe ich nur zu sagen, tschüss und gute Nacht.